Ich rufe auf, meine Damen und Herren, Tagesordnungspunkt 5, Große Anfrage 10 der Piratenfraktion in Drucksache 5215 mit dem Thema Überwachung und Datenzugriff im Bereich der Telekommunikation. Wie nutzen nordrhein-westfälische Ermittlungsbehörden Funkzellenabfragen, stille SMS, IMSI-Catcher und WLAN-Catcher? Fragezeichen. Ich verweise auf die Antwort der Landesregierung, nachzulesen in Drucksache 6051. Wir beraten in Verbindung damit den Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 6118, mit dem Thema Einführung einer Erhebungsmatrix für Funkzellenabfragen, stille SMS und Einsätze von IMSI-Catchern, bessere statistische Erfassung von Daten für echte parlamentarische Kontrolle. Ich eröffne die Beratung und erteile als erstem Redner für die Piratenfraktion Herrn Kollegen Herrmann das Wort. Bitte, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Bürgerinnen und Bürger im Saal und im Stream. Nun zu einem Thema, das viele Menschen oft zu Unrecht zu Betroffenen macht, Funkzellenabfragen und Co. Ich weiß, die einen wollen von Überwachung nichts mehr wissen, wie man hier bei den Kolleginnen und Kollegen sieht, die gerade aus dem Saal laufen übrigens. Für andere hat die ernsthafte Diskussion zu dem Thema noch nicht einmal richtig angefangen. Ich gehöre zu der letzten Gruppe. Moderne Polizeiarbeit, meine Damen und Herren, ist grundrechtsbewusst, verhältnismäßig und evidenzbasiert. Wir wollten mit unserer großen Anfrage erfahren, ob elektronische Überwachungsmaßnahmen wie Funkzellenabfragen oder stille SMS notwendig und effektiv für die Strafverfolgung sind. Werden sie sinnvoll eingesetzt oder läuft der Gebrauch aus dem Ruder? Werden sie unrechtmäßig zum Routineinstrument? Sind sie gar schiere Überwachungsmaßnahmen? Uns fehlen die Belege für eine ordentliche Bewertung, sowohl in die eine wie in die andere Richtung. Die Ergebnisse der Großen Anfrage sind, offen gesagt, dürftig. Außer einfachen numerischen Erfassungen über den Gebrauch der Maßnahmen steht nicht viel drin. Natürlich, die Zahlen alleine haben es schon in sich. 300.000 versendete Ordnungsimpulse, also stille SMS, in 2013. Ein klar ansteigender Gebrauch des Instruments Funkzellenabfrage. Satte 11 Abfragen pro Tag gibt es in Nordrhein-Westfalen. Die Maßnahmen werden also immer häufiger verwendet. Gleichzeitig wissen wir aber nicht, ob sie überhaupt notwendig sind. Es drängen sich Vergleiche mit der Vorratsdatenspeicherung auf. Die wurde auch jahrelang als unbedingt notwendig verteidigt. Ein konkreter Nachweis über die Notwendigkeit wurde aber nie erbracht. Dass Funkzellenabfragen nützlich sein können, ist unbestritten. Denn für ein Ermittlungsverfahren kann alles nützlich sein. Je mehr Informationen, je besser. Aber ist es wirklich notwendig, dass man überall damit rechnen muss, in Dateien erfasst zu werden, nur weil man ein Handy dabei hat? Niemand will die Aufklärung schwerster Straftaten verhindern. Aber wir müssen uns die Frage stellen, wann, in welchen besonderen Ausnahmesituationen es notwendig ist, alle Mobilfunkgeräte pro Funkzelle zu speichern. Also alle Menschen zu erfassen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort waren. Aus Schleswig-Holstein wissen wir, dass manche Funkzellenabfragen Tage oder sogar wochenlang durchgeführt wurden. Das sind zigtausende Daten zigtausender Menschen. Der Nachweis der Notwendigkeit derartiger Einsätze muss erbracht werden. Es reicht eben nicht, Einzelfälle anzuführen, bei denen vielleicht durch einen Zufall Handydaten eine Rolle gespielt haben. Wir brauchen verlässliche Zahlen über den Nutzen und die Erfolge dieser Maßnahmen. Solange wir diese Zahlen nicht haben und der Gebrauch immer weiter steigt, drängt sich der Eindruck der Unverhältnismäßigkeit auf. Funkzellenabfragen, stille SMS und IMSI-Catcher greifen tief in die Grundrechte auf Privatsphäre und informationelle Selbstbestimmung ein. Das ist der Kernpunkt, um den es hier geht. Deshalb bringen wir mit unserem Antrag zur Erarbeitung von Erhebungsmatrizen für Funkzellenabfragen, IMSI-Catcher und stille SMS ein. Wir brauchen eine transparente und nachvollziehbare statistische Erfassung des Einsatzes dieser elektronischen Maßnahmen. Nur mit diesen Informationen
können wir unserer Pflicht der parlamentarischen Kontrolle nachkommen. Und nur mit Hilfe verlässlicher Zahlen können wir die Notwendigkeit von Funkzellenabfragen und Co. bewerten. Die Piratenfraktion im Saarland hat sich erfolgreich mit der dortigen Landesregierung zu dem Thema auseinandergesetzt. In der Vergangenheit konnten nämlich auch dort Anfragen zu Funkzellenabfragen nicht oder nicht vollständig beantwortet werden, weil, wie hier auch, viele Daten statistisch nicht erfasst wurden. Gemeinsam mit dem Innenministerium wurde dann eine Erhebungsmatrix für Funkzellenabfragen erarbeitet, unterstützt von der dortigen Großen Koalition. Liebe Kollegen von SPD und CDU, was im Saarland geht, geht doch auch hier. Und Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, Sie sind doch auch für verhältnismäßige Polizeiarbeit, oder nicht? Die von uns vorgeschlagenen Einheiten der Erhebungsmatrizen basieren auf den Einheiten, die im Saarland entwickelt und eingeführt wurden. Im Innenausschuss möchten wir gerne interfraktionell über diese Auflistung sprechen. Dabei sind wir natürlich offen für Erweiterungen oder Ihre Wünsche. Moderne, grundrechtsbewusste und verhältnismäßige Polizeiarbeit ist evidenzbasiert. Deshalb sollten wir für zukünftige Einsätze von Funkzellenabfragen oder stillen SMS über die hier vorgeschlagenen Kriterien die Notwendigkeit dieser Maßnahmen herausfinden. Die Redezeit, ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Nächster Redner ist der Kollege Körfges für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, man hat ja schon mal Lieblingsstellen in parlamentarischen Unterlagen. Ich lese Ihnen jetzt aus der großen Anfrage meine Lieblingsstelle und die Beantwortung dazu vor. Wie wird § 100a Absatz 1 Satz 2 StPO hinsichtlich der tatsächlich erfolgten Telekommunikation interpretiert und angewandt, war die Frage. Die Antwort, ich bitte um Aufmerksamkeit, heißt, in der derzeit geltenden Fassung der StPO hat der § 100 Absatz 1 keinen Satz 2. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will das jetzt hier nicht glossieren, nur wer an der Stelle die Antwort der Landesregierung kritisiert, muss sich gegebenenfalls auch die Hintergründe der eigenen Fragestellung vorhalten lassen. Genauso will ich mich jetzt an der Stelle nicht lustig machen über Ihr Beispiel aus dem Saarland, sondern will nur einfach für mich feststellen, dass die größten Verhältnisse im Saarland mit denen in Nordrhein-Westfalen schwerlich zu vergleichen sind und dass insoweit der von Ihnen, wenn Sie hier die Erhebungsmatrix zum Gegenstand Ihres Antrags machen und auch die diesbezüglichen Berichtspflichten ja sicherlich meinen, dass natürlich der Aufwand in Nordrhein-Westfalen an der Stelle ein ungeheuer Vielfaches von dem haben wird wie der im Saarland. An der Stelle sind wir allerdings gerne dazu bereit, mit Ihnen die Hintergründe Ihrer Anfrage, der Antwort und auch Ihres Antrags im Ausschuss zu diskutieren. Ich bin froh darüber, dass wir hier nicht in eine sofortige Abstimmung, wie andersweitig bei Piratenanträgen schon mal der Fall, gedrängt werden, sondern dass wir die Möglichkeit haben, im Ausschuss dann auch zu hinterfragen. Und ich denke, da werden eine Reihe von Fragen aufgeworfen, zum Beispiel die Frage, wer ist denn zuständig, wo ist die Angelegenheit prinzipiell geregelt? Das ist ja Gegenstand auch Ihrer Anfrage gewesen, nämlich in der Strafprozessordnung. Dort wird, ich sage mal, die Überwachung im Grunde nach in 100a StPO geregelt und die Erhebungsberichtspflichten kommen dann je nachdem in 100b Absatz 5 und 100g Absatz 4 vor. Dort ist festgelegt, dass die Länder berichten und das Bundesamt für Justiz die entsprechenden Informationen veröffentlichen muss. Das ist das, was zuständigkeitshalber vom Bundesgesetzgeber geregelt ist. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, mit der Sache umzugehen. Zum einen liegt die Vermutung nahe, dass diese Regelung abschließend ist und insoweit die Gesetzgebungskompetenz beim Bund liegt. Oder
Zumindest hat der Bundesgesetzgeber, der bezogen auf die Strafprozessordnung ja auch hohe Hürden an die Überwachung anlegt, es für nicht erforderlich gehalten, weitergehende Bericht- und Veröffentlichungspflichten festzulegen. Insoweit ist die Frage, was wir hier tatsächlich zuständigkeitshalber in Nordrhein-Westfalen können, regeln können und regeln müssen. Zweite Frage, reicht das, was wir haben, aus und ist der Landesgesetzgeber als solcher oder der Landesgesetzgeber oder den Bundesrat gefragt an der Stelle? Wir meinen, und das ist jetzt eine Frage, die sich auch irgendwo mit Gewaltenteilung beschäftigt, dass weitere Verpflichtungen angesichts der strengen Voraussetzungen in der StPO entbehrlich sind, aber gerne sind wir dazu bereit, mit Ihnen die Einzelheiten zu regeln, denn anders als beim Fall der anlasslosen Speicherung geht es ja hier immer um ganz konkrete Straftaten und um ganz konkrete richterliche Anordnungen im Einzelfall. Die Kontrolle erfolgt durch die Gerichte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann für mich die spannendste Frage, wir sammeln dann ja hoheitlich auch Daten und werten die aus. Jetzt bin ich mal gespannt darauf, wie wir zum Beispiel in der Diskussion mit Ihnen die sich daraus ergebenen Fragen, auch Rechtsfragen bezogen auf die informationelle Selbstbestimmung, an der Stelle klären können. Sie werfen nämlich unter Umständen mit Ihrem Begehren auch datenschutzrechtlich an der einen oder anderen Stelle ein Problem auf. Letzte Frage, ist das, was Sie da verlangen, angemessen, und zwar im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, sowohl vom Umfang als auch von der inhaltlichen Zuordnung her. Ich habe versucht, das so ein bisschen formal juristisch in Fragen zu kleiden. Da Sie uns ja die Gelegenheit geben, im Ausschuss weiter darüber zu diskutieren, möchte ich die von mir angestoßenen Fragen und aufgeworfenen Problemstellungen gerne im Ausschuss mit Ihnen weiter diskutieren, mache Ihnen aber an der Stelle schon wenig Hoffnung, was die Zustimmung zu Ihrem Antrag angeht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Körfkes. Nächster Redner für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Golland. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich eingangs zunächst Folgendes feststellen. Die Strafverfolgungsbehörden sind in Deutschland gemäß § 152, 160 und 163 der Strafprozessordnung zur Ermittlung und Aufklärung von Straftaten verpflichtet. Damit sie diesen Auftrag erfüllen können, hat der Gesetzgeber ihnen besondere Eingriffsbefugnisse und technische Ressourcen eingeräumt. Dazu zählen unter anderem auch Funkzellenabfragen, Ortungsimpulse, in Klammern stille SMS, sowie sogenannte WLAN- und IMSI-Catcher. Für eine erfolgreiche Verbrechensbekämpfung sind diese strafprozessualen Maßnahmen inzwischen unverzichtbar, weil sich Straftäter naturgemäß auch die technischen Möglichkeiten unserer Zeit in immer stärkerem Maße zunutze machen. Die Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der Piraten, über die wir heute diskutieren, hat aus Sicht der CDU-Fraktion vor allem eines gezeigt. In Nordrhein-Westfalen machen die Strafverfolgungsbehörden von ihren Ermittlungsmöglichkeiten im Rahmen von Recht und Gesetz mit Augenmaß Gebrauch. Das ist uneingeschränkt zu begrüßen. Ausdrücklich nicht bestätigt hat sich hingegen der von den Piraten in der Vorbemerkung ihrer Anfrage formulierte Verdacht, dass der Gebrauch von technischen Überwachungsmaßnahmen in Nordrhein-Westfalen möglicherweise aus dem Ruder laufe. Ich erlaube mir in diesem Zusammenhang zunächst den Hinweis, dass Funkzellenabfragen, stille SMS, WLAN und IMSI-Catcher jeweils keine Kommunikationsinhalte erfassen. Zudem werden diese Instrumente ausschließlich auf der Grundlage eines richterlichen Beschlusses oder bei Gefahr im Verzuge aufgrund staatsanwaltschaftlicher Eilanordnung durchgeführt. Im Falle der Eilanordnung muss diese dann ebenfalls richterlich bestätigt werden, und zwar binnen 3 Werktagen. Von einer ausufernden Überwachung unbescholtener Bürgerinnen und Bürger, wie sie durch die Fragestellungen der Piratenfraktion teilweise suggeriert wird, kann schon vor diesem Hintergrund keine Rede sein, meine Damen und Herren. Auch die jährlichen Anwendungsfälle der genannten Maßnahmen sind überschaubar und eignen sich nicht zur Panikmache. Richtig ist zwar, dass zum Beispiel die Zahl der Funkzellenabfragen in den letzten Jahren gestiegen ist. Richtig ist aber auch,
dass die Zahl der Straftaten, die unter Zuhilfenahme moderner Kommunikationsmittel geplant, vorbereitet oder begangen wurden und werden, ebenfalls angestiegen ist. Wer diesen Zusammenhang negiert, der vertauscht Ursache und Wirkung. Zudem lohnt es sich, hier einmal auf einige Relationen aufmerksam zu machen. Wie aus der Strafverfolgungsstatistik des Landes Nordrhein-Westfalen hervorgeht, wurden im Jahre 2012 in Nordrhein-Westfalen knapp 1,1 Millionen Strafverfahren eingeleitet. Die Zahl der Funkzellenauswertungen belief sich im gleichen Jahr aber gerade auf einmal 3.545 Fälle. Mit anderen Worten, nur in ca. 0,3% aller strafrechtlichen Ermittlungsverfahren kam im Jahr 2012 in Nordrhein-Westfalen überhaupt eine Funkzellenabfrage zur Anwendung. Auch der von den Piraten geschürte Verdacht, dass Funkzellenabfragen bei politischen Demonstrationen oder sonstigen Versammlungen zur Anwendung kämen, ist durch die Antwort auf die Große Anfrage widerlegt worden. Straftaten nach dem Versammlungsgesetz erfüllen nämlich weder die Voraussetzungen des § 100a noch des § 100g Absatz 1 Strafprozessordnung. Siehe dazu auch die Antwort auf die Frage 1.7 in der Großen Anfrage. Noch geringer als bei der Funkzellenabfrage sind die Fallzahlen im Bereich der WLAN-Catcher. Diese wurden im Jahre 2013 NRW-weit genau zweimal eingesetzt, nämlich einmal vom Polizeipräsidium Essen und einmal vom Polizeipräsidium Köln. Für die CDU-Fraktion steht deshalb fest, rechtsfreie Räume darf es nicht geben, weder in der analogen noch in der digitalen Welt. Deshalb brauchen die Behörden auch in Zukunft Funkzellenabfragen, Ortungsimpulse und WLAN sowie IMSI-Catcher. Dass unsere nordrhein-westfälischen Ermittler diese Instrumente verantwortungsbewusst einsetzen, hat die Große Anfrage der Piraten bestätigt. Für die Einführung einer kleinteiligeren Erhebungsmatrix, wie sie in dem Antrag der Piraten mit der Drucksache 16/6118 gefordert wird, besteht daher schon faktisch keine erkennbare Notwendigkeit. Unsere Polizeibeamtinnen und Beamten dürfen darüber hinaus Besseres zu tun haben, als die in ihrem Antrag enthaltenen 47 Einzelaspekte pro Ermittlungsmaßnahme statistisch festzuhalten. Wenngleich wir Ihren Antrag somit in der Sache ablehnen, stimmen wir der Überweisungsempfehlung in den Innenausschuss natürlich zu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Golland. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht jetzt der Kollege Bolte. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Kollege Herrmann, Sie haben eben bemängelt, dass schwerpunktmäßig Zahlen geliefert wurden in der Antwort der Landesregierung. Sie haben auch nach Zahlen gefragt. Das ist eigentlich das ganze Hexenwerk dahinter. Und da muss man das nicht unbedingt bemängeln, dass man auch Zahlen zurückbekommt, wenn man nach Zahlen fragt. Ich kenne das, wie das ist, wenn man eine große Anfrage stellt und dann kommt nicht genau das zurück, was man gemeint hat mit der Frage, aber das dann der Landesregierung zum Vorwurf zu machen, dass sie das beantwortet, was man geschrieben hat. Tja, Kollege, das ist dann nicht ganz optimal. Meine Damen und Herren, wir haben tatsächlich sehr, sehr viele Zahlen bekommen, auch einige Erläuterungen dazu. Und ich kann auch sagen, dass es durchaus an der einen oder anderen Stelle dann Punkte gibt, wo man durchaus eine Nachfrage auch noch mal stellen kann. Das finde ich auch völlig in Ordnung, wenn wir jetzt im weiteren Verfahren über die große Anfrage möglicherweise noch mal an anderer Stelle beraten. Wenn man sich etwa anschaut, die Zahlen zu Funkzellenabfragen im Bereich Polizeipräsidium Bielefeld von 159 im Jahr 2012 auf 327 in 2013 steigt, dann sind das erstmal nackte Zahlen, wo man durchaus sagen kann, wenn da solche Veränderungen drin sind, dann ist da eine Nachfrage möglich. Und dann kann man diesen Einzelfällen auch durchaus auf den Grund gehen. Was wir hier aber grundsätzlich feststellen müssen, ist, wir bewegen uns im Bereich der Bundesgesetzgebung. Da hat Hans-Willy Körfges eben dankenswerterweise schon darauf hingewiesen und auch der Minister hat in seiner Antwort auf die Große Anfrage darauf hingewiesen und es klargestellt, dass eben für den Bereich Strafverfolgung, den Sie abgefragt haben, die Regelungen der Strafprozessordnung
einschlägig sind. Damit wäre der Bundesgesetzgeber zuständig und wir können hier aber heute natürlich trotzdem darüber beraten. Ich würde gerne darauf hinweisen, dass die Grüne Bundestagsfraktion in der vergangenen Legislaturperiode nach den Ereignissen in Dresden Anfang 2011, Stichwort Handygate, auch zum Thema Funkzellenabfrage einen Gesetzentwurf im Bundestag eingebracht hat, denn da gehört er hin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine ähnliche Lage haben wir bei stillen SMS. Man kann natürlich da den Effekt der großen Zahl zunächst mal sehen. Das sieht auch wirklich an einigen Stellen erstmal erschreckend aus, möglicherweise, wenn man sich nicht so intensiv damit auseinandergesetzt hat. Wenn man dann so Zahlen sieht wie Bonn 2011, 6.100 Ortungsimpulse, geht dann 2012 plötzlich auf 27.000 hoch und dann im Jahr 2013 wieder runter. Oder Recklinghausen, 2 Jahre in der Statistik 0, dann plötzlich über 6.000. In Düsseldorf von 22.600 in 2011, im Jahr 2013 auf 2.900. runter. Das sind dann sicherlich auch Schwankungen. Die kann man sich dann anschauen. Da kann man dann auch sagen, das sind große Zahlen, die zum Teil oder zum überwiegenden Teil natürlich auch aus der Tatsache herrühren, dass es sich bei diesem Thema Ortungsimpulse um einen technischen Vorgang handelt, wo pro Einzelmaßnahme viele hundert einzelne Impulse versandt werden müssen. So sind das dann, ist das dann zu erklären. Aber nichtsdestotrotz ist die Debatte an der Stelle natürlich immer sinnvoll. Weil, und da, Kollege Herrmann, gebe ich Ihnen absolut recht, es ist immer richtig, die Frage der Verhältnismäßigkeit von Einsatzmitteln durchaus zu diskutieren. Wir haben an verschiedenen Stellen auch Klarstellungen herbeigeführt, wenn wir jetzt den Bereich des Bundesgesetzgebers verlassen und uns anschauen, was etwa zu den IMSI-Catchern letztes Jahr im Polizeigesetz geregelt wurde, dann war da eine deutliche Klarstellung, auch eine Präzisierung des Einsatzbereiches, den wir hier im Landesrecht für den Bereich Gefahrenabwehr gemacht haben. Wir haben auch die Prüfungsvoraussetzungen hochgesetzt. Das ist alles gut und richtig so gewesen. Und insofern ist es, glaube ich, gut, dass wir diese Debatte an verschiedenen Stellen führen. Wir können auch gerne im Innenausschuss über diese von Ihnen geforderte Matrix noch mal reden. Mir geht es da durchaus ähnlich wie Hans-Willy Körfges, dass ich aus dem Antragstext noch nicht unbedingt ersehen kann, was das uns bringt, außer beschrifteten Blättern Papier. Sie haben Fragen gestellt, Sie haben Zahlen bekommen. Das ist normale parlamentarische Arbeit und da kann man jetzt die Debatte tatsächlich weiterführen. Lassen Sie uns das nach vorne diskutieren. Wir haben eine ganze Menge Erkenntnisse, die wir jetzt nach vorne diskutieren sollten. Da kann man auch an der einen oder anderen Stelle nochmal nachfragen. Für mich zeigt aber auch die Debatte, wie wir sie in den letzten Jahren immer geführt haben, dass wir da als Rot-Grüne, mit der rot-grünen Landesregierung und mit den sie tragenden Fraktionen auf einem sehr guten Weg sind für einen Grundrechtsschutz in der Polizeiarbeit, für Verhältnismäßigkeit in der Polizeiarbeit. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, wir haben heute sehr unaufgeregt diskutiert, dass wir uns das mal für die innenpolitischen Debatten angewöhnen, das häufiger zu tun und ein bisschen auch vom höher, schneller, weiter wegkommen, das wir sonst so oft haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Wenn Sie aber noch kurz bei uns bleiben, denn der Kollege Herrmann hat eine Kurzintervention angemeldet und hat dafür jetzt 90 Sekunden Zeit. Herr Kollege Herrmann, bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Zahlen. Natürlich haben wir nach Zahlen gefragt. Wir haben auch viele Zahlen bekommen, aber wir haben auch viele Zahlen nicht bekommen. Also eine der häufigsten Antworten hier war, wird statistisch nicht erfasst. Das ist ja auch der Hintergrund für unsere Matrix. Grundsätzlich gehe ich ja davon aus, dass Sie mit uns einer Meinung sind, wenn wir sagen, dass eine Funkzellenabfrage ein sehr starker Eingriff in die Grundrechte ist, weil wir halt davon betroffen sein können, ohne dass wir überhaupt mit irgendeinem Fall zu tun haben. Also das heißt, viele Unschuldige können betroffen sein. Jetzt, ich möchte mal eine Frage rausgreifen. Wie viele der Verfahren mit Funkzellenabfrage sind aufgeklärt worden? Wo haben diese Verkehrsdaten eine Rolle gespielt? Wenn dann die Antwort kommt, dass Ermittlungsverfahren komplexe Prozesse sind
Und aus diesem Grund lassen sich Feststellungen dazu, welche Rolle die Daten aus Funkzellenabfragen bei einer Talklärung unmittelbar oder mittelbar überhaupt spielen, nicht treffen. Macht Ihnen das nicht riesengroße Kopfschmerzen, wenn wir also hier eine Maßnahme haben, die wirklich einen massiven Eingriff in die Grundrechte bedeutet und wo eigentlich hier durch diese Antwort schon mal eigentlich zum Ausdruck gebracht wird, dass wir mit den bisherigen Mitteln zum Beispiel zumindest überhaupt nicht ermitteln können, ob es was bringt? Herr Kollege Bolte, auch ja, zunächst mal, verehrter Herr Präsident, möchte ich mich entschuldigen, dass ich eben meine Redezeit etwas überzogen habe. Das kommt bei mir manchmal vor, leider. Das ist eine sehr schlechte Angewohnheit. Der Kollege Herrmann, Sie haben zu Recht in Ihrer Kurzintervention darauf hingewiesen, dass wir uns hier in einem grundrechtlich sehr komplizierten, sehr, sehr sensiblen Bereich ja auch bewegen. Und deswegen habe ich Ihnen ja auch zugestimmt, dass es völlig richtig ist, die Diskussion zu führen über die Frage, was ist an welcher Stelle richtig, was ist an welcher Stelle verhältnismäßig, was sind auch mit mildere Eingriffsmittel, mildere Eingriffsformen. Wenn ich mir dann die verschiedenen technischen Möglichkeiten angucke, ist sicherlich eine Funkzellenabfrage grundrechtlich auch sensibler als ein Ortungsimpuls, ist ein Ortungsimpuls weniger sensibel als eine TKÜ-Maßnahme. Also ich meine, da gibt es ja auch in dem ganzen technischen Potpourri an Maßnahmen durchaus eine sehr, sehr breite Vielfalt. Ich habe vorhin zu Ihrem Antrag auch lediglich gesagt, dass mir sich noch nicht hundertprozentig erschlossen hat, wie genau Sie das eigentlich da vorhaben, was genau da eigentlich passieren soll und was genau das eigentlich dann für einen Aufwand auch in den Behörden mit sich bringt und wie man das vernünftig umsetzen kann. Aber dass wir natürlich mit der vorliegenden Antwort auf Ihre große Anfrage auch durchaus Möglichkeiten haben, über den Sachverhalt, was ist verhältnismäßig, und über diese Fragen zu diskutieren, das wollte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Und insofern freue ich mich natürlich auf die Debatte, die da im Ausschuss vor uns liegt. Völlig klar. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Das mit der Redezeit sei Ihnen verziehen. Auch zwei Ihrer Kollegen davor hatten schon ein paar Sekunden mehr bekommen. Nächster Redner ist jetzt der Kollege Dr. Orth für die FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, um zu merken, dass nicht alle Fraktionen gleich ticken, werde ich mich bemühen, die Redezeit nicht zu überschreiten. Ich glaube auch, man kann es relativ kurz hier heute machen. Zunächst möchte ich festhalten, dass wir Liberale sehr darauf achten, bei der Kriminalitätsbekämpfung möglichst milde Mittel einzusetzen, möglichst wenige Daten zu erheben, möglichst wenig Privatleben zu erforschen. Das ist uns alles sehr, sehr wichtig. Umso mehr haben wir uns aber ehrlich gesagt ein bisschen über diesen Antrag gewundert, denn unter der Überschrift, dass man eine Erhebungsmatrix haben wolle, um merken zu können, wie tief in die Daten eingegriffen wird, wollen Sie jetzt Daten ohne Ende erheben, meine Damen und Herren von den Piraten. Und da muss ich sagen, da kippen Sie so ein bisschen das Kind mit dem Bade aus, aus meiner Sicht. Wenn man sich mal das vorliest, Sie möchten die Funkzelle wissen, den Zeitraum wissen, wann er da war, welche Straftat die vorgelegt wurde, auf welche Rechtsgrundlage, wie weit es genutzt hat und, ja, ob die Daten noch mal für das eine oder für das andere gebraucht wurden. Ohne Ende wollen Sie hier Details wissen. Und ich kann nur sagen, aus meinen Jahren, die ich mich mit Datenschutz beschäftige, alle Daten, die erhoben werden, werden immer für irgendwas anderes auch gebraucht oder können für was anderes gebraucht werden. Und ich möchte nicht, dass, weil Sie berechtigterweise wissen wollen, ob zu viel erhoben wird, aber deswegen erhoben wird und dann die Daten da sind und dann Sie Ihren Weg finden, in welche Kanäle auch immer, meine Damen und Herren. Insofern sind wir da skeptisch. Wir sind allerdings auch dafür, dass endlich eine Unterrichtungspflicht nach § 100b Absatz 5 StPO eingeführt wird, auch hier für den IMSI-Catcher. Und wir sind der Ansicht, dass wir da schon hingucken müssen. Nur, liebe Piraten, auch das Thema mit dem Erfolg, das haben Sie ja in Ihrer großen Anfrage nicht wirklich erfasst. Sie haben gefragt nach sozusagen Beiträgen, die die ganzen Maßnahmen gemacht haben. Aber die Frage, die auf den Punkt geführt hätte, wäre, ist jemand aufgrund der Katalogtat wegen der eine Maßnahme
eingeleitet wurde, am Ende auch verurteilt worden. Und diese Frage haben Sie gar nicht erst gestellt. Ich kann Ihnen sagen, ich habe die mal für die Telefonüberwachung gestellt. Da hat sich herausgestellt, dass die angeblich so erfolgreiche Telefonüberwachung mit über 85% Erfolg, dass da niemand weiß, wie viele Leute überhaupt verurteilt wurden, weil nämlich Erfolg im Sinne der Statistik ist, Telefonüberwachung wegen räuberischer Erpressung angeordnet. Im Telefonat sagt er, ich bin ohne Fahrkarte gefahren. Er ist angeklagt wegen Schwarzfahren und er ist freigesprochen, weil er vor Gericht sagen konnte, ich hatte eine Karte und ich konnte das hinterher belegen. Das ist ein Erfolg im Sinne der Telefonüberwachungsstatistik. Und diese Fragen, die hätte ich Ihnen einmal empfohlen, wenn ich die Fragen, die Sie gestellt haben, als große Anfrage hier dem Parlament vorgelegt hätte. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Ort. Das hat geklappt mit der Ankündigung. Für die Landesregierung spricht jetzt der Minister für Inneres und Kommunales, Herr Jäger. Perfekt. Bitte schön. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es droht nicht, dass ich die Redezeit überschreite, weil das eingetreten ist, was ich zu Beginn des Tagesordnungspunktes schon befürchtet hatte, dass nämlich wegen großer Übereinstimmung in den Inhalten zwischen den Fraktionen das meiste schon gesagt wurde. Insbesondere Herr Körfges hat bereits das Thema zu Beginn eigentlich abgeräumt. Ich will nur zwei Dinge noch mal deutlich machen. Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um Bundesrecht. Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um Regelungen des Bundes in der Strafprozessordnung. Diese Regelungen gelten für alle Behörden bundesweit. Im ersten Schritt ermittelt die Polizei, dass es eine Notwendigkeit einer Maßnahme gibt. Im zweiten Schritt prüft die Staatsanwaltschaft rechtlich, ob eine Verhältnismäßigkeit gegeben ist. Im dritten Schritt wird das einem Gericht, einem Richter vorgelegt, der ebenfalls die Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit zu prüfen hat. Diese Regelungen der Strafprozessordnung gelten für alle Polizeibehörden der Länder und des Bundes bundesweit. Das Problem, das Sie aufgemacht haben, Herr Herrmann, ich kann das ja in Teilen nachvollziehen, sind diese Maßnahmen eigentlich von Erfolg gekrönt? Würde bedeuten, bei jeder dieser Maßnahmen tief in die Ermittlungsakte einzusteigen, um zu prüfen, ob diese Maßnahme im Anschluss daran zu einer Verurteilung geführt hat. Eine solche statistische Erhebung würde bedeuten, Daten zu aggregieren, die personenbezogen sind oder personenbeziehbar sind. Damit würden Sie das genaue Gegenteil von dem erreichen, was Sie eigentlich wollen. Insofern freue ich mich auf die Debatte im Innenausschuss, wo wir diese Position noch mal miteinander vertiefen können. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Damit sind wir am Schluss der Aussprachen. Liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich stelle damit fest, dass die Große Anfrage 10 der Piratenfraktion hiermit erledigt ist. Wir kommen dann zur Abstimmung über den Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 6118. Der Ältestenrat empfiehlt hier die Überweisung des Antrags, Drucksache 6118, an den Innenausschuss. Dort soll dann auch die abschließende Abstimmung in öffentlicher Sitzung erfolgen. Ist jemand gegen die Überweisungsempfehlung oder möchte sich enthalten? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag, wie besprochen, überwiesen.